Yo, hallihallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge von Eko. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja hier mühevoll das Ganze hier, ja, das Zentrum hier aufgebaut. Und jetzt wollte ich mal Stahl machen. Und Leute, schaut mal. So einfach ich das nicht. Wir brauchen nämlich hier fortgeschrittene Schmelzen. Wir schauen mal rein. Schmelzen. Fortgeschrittene Schmelzen, seht ihr, das müssen wir erst erlernen. Ja, das müssen wir erst erlernen. Dazu brauchen wir einen Forschungstisch. Also, ab in die Schule. Juhu! Wir dürfen lernen. Wir parken direkt vor der Schule. So, und wir brauchen jetzt fortgeschrittene Schmelzen. So, hier haben wir schon. Was machen wir hier schon? Industrieauftrag. Gut, also wir schieben erstmal fortgeschrittene Schmelzen an. Und was wir dann noch brauchen, ist grundlegendes Forschungspapier Metallurgie. Also grundlegende Metallurgie. So. Und wie viel brauchen wir davon? 10 Stück. Grundlegende Metallurgie, 10 Stück. Und da heißt, müssen wir Erze reinhauen. Also 30 Erze. Golderz, Kupfererz. Gut. Dann fahren wir mal los. Dabei ist egal, ob Golderz, Eisenerz oder Kupfererz. Wie die Tiere um die Wette rennen hier. Irgendein Lagerplatz verknüpft. So, was brauchen wir denn noch zum fortgeschrittenen Schmelzen? Wir brauchen dann noch. Da braucht man natürlich dann schon. Wie viel braucht man dafür? Auch 10. Also brauche ich 25 Kupfer und 50 Eisen. Gut. Dann machen wir das doch. Ich glaube, doch mit dem Eisen kann ich oben bedienen. Wir müssen sowieso hoch, weil wir müssen noch ein paar Straßenpflaster anwerfen. Oder vielleicht haben wir noch ein paar. Dann nehmen wir die gleich mit. Steinstraße. Dann machen wir 100.
So, wir brauchen noch Eisen. Wir haben jetzt hier 17. Gleich noch ein paar mehr mit, ja. Dann haben wir die 50 schon mal auf jeden Fall. So, 5 haben wir schon. Holen wir die anderen noch rüber. So, dann haben wir jetzt alles drin. Und was brauchen wir noch? Ein paar Basics, glaube ich, waren das noch, ne? Fortgeschrittenes Schmelzen. Gut. Dann brauchen wir hinten noch was. Das ist grundlegende... Grundlegende Geologie nehmen wir jetzt noch. Müssen wir jetzt irgendwelche 75 Steine da reinwerfen. Die fehlt noch bestimmt. So, wir sind zurück mit ein paar Steinchen. Ich lasse die mal hier stehen und schau mal, dass ich die hoch aufs Lager kriege. Sieht schon ganz gut aus. So, Büchlein ist ja fast fertig. Ne? Also wir brauchen da nochmal 3 Minuten. Oh. Da würde ich sagen, fahren wir nochmal schnell hoch und holen derweil die fertigen Pflastersteinchen. So. Ja, wo haben wir sie? Da haben wir ein paar. Können wir in jedem Fall gebrauchen. So, wie schaut's denn aus, junge Freunde? Sieht gut aus, oder? Wir haben ein neues Buch, Schmelzen. So, wir haben das gelernt. Und jetzt müssen wir dem Computer ja auch noch sagen, dass wir schmelzen wollen, ne? Learn now. Yeah, du. So. Jetzt sind wir fortgeschrittener Schmelzer und jetzt können wir richtig loslegen. So.
Haben wir ein Modul schon drin? Haben wir schon eins drin? So, haben wir eins drin und jetzt hier noch eins. So ein bisschen Kohle haben wir ja drin. So, was können wir denn jetzt machen? Natürlich kriegen wir dann wieder unheimlichen Hunger, ne? Das ist sehr schweißtreibend, die Aufgabe. Fortgeschrittene Schmelzen auf Level 2. Warum kann er noch keinen Stahl machen? Kann er schon machen. Brauchen wir bloß noch Kohletech. Kohle brauchen wir dann noch. So, Brandkalk machen wir jetzt hier einigermaßen. Ja, haben wir schon 98, 99. Sieht gut aus. Und wir haben schon Schmelzen Level 3. Da geht ja super schnell. An dieser Stelle sage ich euch aber jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch ein Däumchen auf das Video. Und natürlich, um nichts mehr zu verpassen, wäre es gut, wenn ihr den Kanal abonniert. Ja. Kostenlos und unverbindlich. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, dein Blacksat. Tschüss. Oh,